nämlich Klopapier. Dann hätte ich gerne noch Handtücher. Aber bitte nicht in Rot, weil Rot passt einfach nicht hin. Ich weiß nicht, warum der Regal von DekoFit heißt, weil eigentlich ist das doch kein Regal, oder? Dann können wir noch die gleichen noch einmal. Na, jetzt leckt es gerade mal ein bisschen. Können wir noch hier hinhängen. Das ist die. Ach, ich hab das Wichtigste vergessen. Natürlich. Spiegel. So ist gut. Nochmal ganz kurz hier zurück. Was bräuchten wir hier? Also, ich mag es ja so ein bisschen Akzent ins Bad zu setzen. Deswegen haue ich ja mal einen Rettungsring ran. Auf jeden Fall muss er noch einen Medizinschrank hin. Also muss nicht, aber ich möchte einen haben. Den braucht man zwar nicht, das ist eigentlich nur Deko, aber ich finde, das gehört da irgendwie dazu. Irgendwie ist das cooler so. Aber theoretisch könnte man jetzt auch hier noch so irgendwo einen Badezimmerschrank hin tun. Aber der passt da nicht rein. Ja, das ist doch gut so. Ja, das ist jetzt nur mal Chips. Oh, boah, geil. Lecker. So. Mal wieder lecker ein Chips gegessen. So, jetzt wird das ein bisschen bescheuerter. Wobei, nee. Ich habe eine gute Idee für unser Wohnzimmer. Deshalb brauchen wir wieder eine Wandfarbe. Was haben wir denn da Schönes? Wand gefunden, würde ich sagen. Und zwar meine Idee ist es nämlich Erzähler als Oberflächen? Ja. Und zwar eine kleine Theke zu machen. So, nämlich so. Zack. Oder klein, ruhig noch ein bisschen was Längeres. Ich hätte nur Angst, dass das nicht passt. Deswegen gucke ich jetzt mal, wie das mit aussieht, mit Büro, mit dem Hockern. Gut, da muss man dann von Fall zu Fall gucken, ob das platzmäßig, ob das geht vom Platz her. Hier geht es nämlich zum Beispiel nicht. Dann machen wir mal wieder zip, zip. Oder ich mache die ganze Diba hier weg einfach, genau. Und zwar, ich weiß gar nicht, wo das ist. Nein, da. Nein, ich alle. Genau. Einfach eine schöne Bar hier zu machen. Die können wir nämlich dann auch so drehen, dass wir die hier so stehen haben. Und dann können wir da jetzt auch die Barhocker dran tun. Jetzt bin ich nur gerade welche. Nee. So, die sind doch ganz gut. Nur ganz gut, dass ich immer durchgucken kann. Jetzt nochmal. Jetzt gerade vergessen nach hier. So. Ach, guck mal. Ah. Geiler Scheiß. So. Ist auch Wohnzimmer, ne? Ja. Haben wir denn noch so alles ins Elektronik? Eine Anlage. Computer kommt woanders hin. Dann natürlich. Ihr wisst es ja schon. Ihr wisst es ja schon. Natürlich kommt hier ein riesengroßer Fernseher rein. Das gehört einfach dazu.
Ich meine, hier wird ja nicht mit dem Geld gespart. Also ist das auch okay so. So, und Sofas und so, da kommt. Da machen wir ein bisschen mehr hin natürlich. Und natürlich auch so mehr die luxuriösen Sachen. Setzen. Und dann können wir nämlich hier noch zum Beispiel einen Sessel hinhauen. Eigentlich ist der hier auch überflüssig. Lieber einen in der Mitte, etwas Größeres oder so. Nein, nein. Auch so ein kleiner. So, wie müssen wir den jetzt aufstellen? Am besten ja so. Aber da steht irgendwie so mitten im Raum, das ist auch blöd. Alle sitzen so weit auseinander. So ist doch besser. Wenn das dann alles nur noch nachrücken müsste, aber. Macht nichts. Ich bin jetzt nicht so ganz auf Symmetrie bedacht. Also ist mir nicht so hundertprozentig wichtig. Ich sterbe also nicht, wenn da jetzt plötzlich keine Symmetrie mehr ist oder so. Also ich mich gerade frage, wir haben keine Bibliothek. Das heißt, dann müssen wir hier gucken, dass wir hier ein dickes, fettes Bücherregal ranhauen. Und hier eine Kommode habe ich auch nichts einzuwenden. Oh ja, bodenständiges Regal. Sehr gut. Und eine Kommode ist auch immer ganz gut. Jetzt nehmen wir mal die hier. Nicht dahin. Moment. Schon besser. Oder wohl, der kann auch dahin. Wenn er sich mal drehen lassen würde. Ja. So. Was habe ich immer noch ganz gut ankommt, sind jetzt hier. Um ein bisschen schönere Atmosphäre zu schaffen, mache auf jeden Fall Vorhänge. Ich weiß nicht, sind das die richtigen? Nein. Die wären ganz gut. Gibt es noch andere? Nein. Ne, dann sind das die hier. Die hier. Aber bitte nicht in weiß oder was das immer für ein Scheißteil sein soll, sondern in rot, nämlich dementsprechend. So, sehr schön. Jetzt können wir noch, wir müssen auf jeden Fall noch Lampen machen. Da habe ich schon eine gute, nur ganz gute Ideen. Und zwar Stehlampen. Dieses Ding hier.
Und für die andere Seite hier, da könnten wir noch eine Wandlampe machen. Nämlich die hier, die sind noch ganz cool. Und wo was natürlich auch noch ein bisschen nicht schaden könnte. Warum ist hier eine rosa Tür? Naja, nicht schlimm. Was ja auch noch ein bisschen nicht schaden könnte, wären so ein, zwei Bilder oder so. Mal gucken, ob wir hier was finden. Zum Beispiel für diese Seite. Vielleicht mal was ein bisschen Größeres. Ja, sieht so ein bisschen wie... Was war das denn eigentlich für ein Bild? Ist das ein Flötenschlumpf? Nee. Okay. Da spielt einer mit zwei Dildos im Mund. Nee, das sind keine Dildos. Das sieht aus wie so lange... wie Strohhelme. Mit Strohhelme. Und der ist sehr behaart. Und spielt in einem Wald voller Pilze und da fliegen Schmetterlinge rum. Okay. Hier ist so ein Dorf. Das können wir hier hinhängen. Was das sein soll. Wo war noch ein Platz? Da wäre noch ein Platz. Zum Beispiel MacBobs Landschaft. Ja. Das sieht doch ganz nett aus. Was wir natürlich noch nicht haben, ist hier draußen. Was habe ich eigentlich für einen Boden drin? Da mache ich auch mal den Boden von oben oder so hin. So, zählt das mal wieder? Nein, doch nicht. Erstmal richtig fast Gutes finden. Nehmen wir mal das hier. Okay. Ich weiß nicht, was man hier so hinmachen könnte. Außer vielleicht noch ein, zwei Lampen oder so. Ich guck mal ganz kurz Lampen, was wir draußen Lampen haben. Weiß nicht, ist nicht so viel drin. Naja. Außenbeleuchtung. Ach, doch, gibt's doch was für die Wand. Dann haben wir hier auch Licht. Und was natürlich auch noch passen würde. Geht das hier drauf? Nee. Es gibt noch mehr. Sind die Dinger hier. Okay. Dann machen wir das mal überall so. Dann haben wir auch hier so ein bisschen Beleuchtung. Zack. So, was brauchen wir hier nochmal? Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch die andere. Dam 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 dam. Hat was von Clown, so Clownsmusik. Ach ja, Clowns sind schon was, weiß ich nicht. Irgendwie kommen in allen Horror, fast allen Horrorfilmen irgendwie immer ein Clown vor. Also in vielen Horrorfilmen. Ich habe letztens mal was gesehen, da weiß gar nicht mehr, was war das für ein Film? Ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich den gesehen habe. Da war so ein Clowns, nicht Kostüm.
so eine kleine Clowns Puppe. Und die hat sich bewegt. Und ja, ein bisschen komisch drauf war die auch, also. War schon so ein bisschen strange. So, was haben wir noch aufstehen? Ja, Baustile. So Architektur, ja. Was wir ja so bauen, das ist so ein bisschen Bauhausmäßig. Da ist ja dieses. Huch. Diese Säulen hier, dieses eher eckige. Und so. Ja, Jugendstil. Das heißt, ist etwas. Weiß ich nicht. Was ist Jugendstil eigentlich? Weiß ich gar nicht. Was ist Jugendstil? Da würde mich mal interessieren. Schreibt's doch mal in die Kommentare oder so rein. Wäre mal richtig cool zu erfahren. So, dieses helle Ding wird Arbeitszimmer. Nur ich werde, glaube ich, etwas anderen Boden nehmen, weil der ist ein bisschen extrem. Nee. Diese Wand ganz nett, also diese Wandfarbe. Was noch Parkett machen könnte. Parkett oder so. Mit der ist, glaube ich, nichts Vernünftiges. Lass mal das meiste. Weiß ruhig mal. Ins Arbeitszimmer. Von wo haben wir denn jetzt ein. Hier haben wir jetzt keinen Eingang. Wir haben nur da hinten einen Eingang. Okay. Das ist auch mal doof. Wenn du da so viel Platz hast, weißt du nicht unbedingt, was du da hin machen kannst. Machen wir hier mal so ein bisschen Jugendspiel, Arbeits, Spaßraum rein, sozusagen. Handelbank. Tischkicker. Und dann vielleicht noch eine Staffelei. Auf jeden Fall kommt hier noch so ein PC-Tisch hin. Schreibtisch besser gesagt. Dann brauchen wir jetzt nur noch mal Stühle, bitte. Und dann brauche ich noch einen PC. O-Ton, nehmen wir mal den mittleren nur. Das ist alles so der Familien-PC und sowas in der Richtung halt, ne? Bisschen hier Sportgeräte. Ja, ganz nett.